Oh! Oh! Guten Morgen, ihr Scheiß-E-Biker! So, heute sind wir hier an einem kleinen, aber feinen Gebiet. Nicht besonders groß, aber richtig schick. Ja, und ich hatte jetzt hier noch mein Problem, das habe ich gestern mal idiotischerweise auf Facebook gepostet und mal gefragt. Und weil ich habe hier hinten meine Heckbremse, du kannst vielleicht hören, die schwimmend gelagerte Hubscheibe, Moment, so, die schwimmend gelagerte Hubscheibe, die hat ein wenig Spiel. Ne, da habe ich gestern mal gepostet, kann man da noch irgendwas machen oder Scheibe neu? Letztendlich heißt es natürlich Scheibe neu, aber da hat mich doch tatsächlich einer verarscht, aber so richtig verarscht. Hat da reingeschrieben, ja, dann musst du nur mit dem 6er Imbus da in der Mitte reinkloppen. Ich dachte, hä, Spinner? Und dann passt aber der 6er Imbus so fast da rein. Und ich dachte, könnte sein, weil die sind ja gequetscht und gepresst. Aber als er mir nachher da noch einen Link zu Bremsenfett geschickt hat, habe ich gedacht, ich glaube, jetzt hat er mich wirklich verarscht. Naja, ich werde es auf jeden Fall demnächst tatsächlich mal probieren. Ich habe eine neue Scheibe bestellt. Und ja, ich fuck hier mit meinen Fingern drauf. Was soll das eben? Ich habe kein Fett an den Fingern. Also da habe ich noch nie was vom Bremsleistungsverlust gemerkt. Ich werde dann mal probieren, hier die Dinger vielleicht doch mal aufzuquetschen irgendwie. Mit einer Pressung oder sowas. Mit einer, keine Ahnung, mit einem Sprengkopf oder irgendwas versuche ich hier einfach mal nur mal ein bisschen unter Druck zu setzen. Vielleicht ist das Spiel dann weg und mal schauen, vielleicht geht's ja. Aber da bin ich richtig schön verarscht worden. Welche Lameboys haben wir denn heute mit dabei? Den Andrew, hier ist kalt. Moin! Der Curtis, der testet Enola. Motor läuft. Moin. Motor läuft. Funktioniert. Funktioniert. Sascha war wieder zu spät, die alte Hippe. Was ist los, Junge? Mann, Mann! So, und jetzt geht's gleich los. So, heute wollen wir mal gucken. Neuer Boschi ist drin. Benutzt, auf jeden Fall. Guck mal, da sieht man noch schön alles neu. Ah, man riecht es noch hier. Neu, den neuen Motorduft. Kennst du das? Neue Motorduft. Bremsen machst du auch ziemlich weit oben, ne? Also, ja. Hab ich auch irgendwann mal herausgefunden. Das ist echt. Ja. Das macht Sinn, ja. Ist, so, die meisten sagen, okay, Handgelenk gerade. Ne, nee, eben nicht. Also das war früher mal dieses runter, weil letztendlich, wenn du runterfährst, bist du sowieso in einer ganz anderen Position. Und du hast von deinem, auch wenn du jetzt den Gorilla fährst, weißt du, den Gorilla hast du sowieso die Arme so, dann bist du eh dabei. Also hast du eine bessere. Also ich finde, am Anfang ist es ungewohnt. Am Anfang ist es ungewohnt. So gefahren. Ja. Dann habt ihr noch irgendwann. Ja, du hast vorhin immer so, das zieht dich herunter und so hebt sich so hältst du dich ein bisschen senkrecht auf dem Lenker drauf. Ne? Und ich muss sagen, sieht man jetzt hier vielleicht von der Seite. Ne? Also ich fahre so ganz gerne. So, wenn die ganzen Jungs, die es richtig können, hier, so ein Remy oder sowas, ne? Also die haben ja alle die Dinger so stehen. Früher war da noch, weiß ja ganz genau wie ich, 89 angefangen mit dem Biken. Und da kam einer mit so den Griffen, so ich so, oh, Idiot, Anfänger, kann ja nix, ne? Weil da musstest du ja immer die Linie, ne? Da hast du drauf gesessen, genau. Immer schön die Linie runter, ne? Ja, ja, genau, in einer Linie. Aber gut, da hast du aber noch andere auf dem Bock gesessen, ne? Da gab es noch keine Teleskopstütze, da sind wir so den Berg runtergefahren. Die Stütze ist auch total gefährlich eigentlich, weil du machst ja eigentlich Wege. Ja, klar. Ganz früher dann noch, da haben wir alle noch den Schnellspanner gehabt, dann. Das war schon Innovation. Schnellspanner an der Sattelstütze. Los, Mann, kannst den Sattel runter machen. So, hey, hast aber immer vergessen, wenn wir runterfahren. Ah, scheiße, vergessen, den Sattel runter zu machen. Es wird Matti. Ja. Cool. Ich kann kein Matsche fahren noch. Aber es geht noch, es geht noch. Oh! Scheiße! Stopp! Boah, hab ich gar nicht gesehen. Oh, die Brücke ist weg. Ja, oder zumindest. Ja, wir müssen durchs Wasser durch. Also jetzt war hier der Kölsche Jungs, ja? Ja, ich ja richtig. Ja, Troisdorfer. Also mit der Kölner Assi ist heute hier unterwegs. Wunderbar. Ich bin der Furter Assi. Ich weiß keiner, was das ist. Aber wenn du Nüsser bist, dann weißt du, was der Furter Assi ist. Mocke.
Ja. Jawohl. Dafür sind die Neoprengamaschen nicht schlecht. Hier, links, ja. Ach du Scheiße! Junge, Junge, Junge. Los, ey, boy. Bevor es da runter geht, wo vorhin der Baum lag, halt da noch mal an, bitte, ja? Junge. Junge. Nice. Jeppa. So, hier läuft das Wasser überall lang in dem Tal. Guck mal, da hinten im Wald ist Wasser hier. Um die Kurve rum, das richtig. Hier kannst du richtig raften, kannst du hier jetzt. Ey, überall läuft die Suppe hier. Guck mal hier, da kommen die Bäche den Berg runter. Wir sind hier mitten in den Alpen, habe ich den Eindruck, oder was? Ja, nochmal ganz kurz zum Thema Versicherung, Freunde. Der Curtis letztes Mal hier, ne, von wegen hier Verschleiß und sowas. Ne? Du hast letztens Bremse, was war bei dir kaputt, genau, oder runter? Bremsbeläge und die Bremsscheibe hinten. Bremsscheibe hinten ausgetauscht. Okay, genau, wurde ausgetauscht. Ne, Bremsbeläge, Rechnung eingeschickt, ne? Zack. Genau. Ja. Bezahlt, fertig. Und Geld wieder zurückbekommen. Wunderbar. Sascha, Sattel, letzte Woche haben wir noch gesehen, ja, im Arsch, neuer Sattel. Und? Nur Foto eingeschickt, war ziemlich unkompliziert. Zack, Versicherung. Also Freunde, unten drin im Link draufklicken, könnt euch eine aussuchen. Ralle24 gibt es mal 15 Euro Cashback. Das muss aufhören, ja, genau das habe ich am Anfang mal geschrieben. Mann, ich habe so satt die ganzen Mocketrails. Es hat zwar Spaß gemacht, ja, aber wenn ich dran denke, wie toll das ist und wie viel Bock das macht, wenn die Dinger auch noch trocken runterbügeln kannst, da ist das schon für mich ein mega Unterschied von dem, wie man jetzt hier fahren kann. Ja, wenn ich mich aber zurückerinnere, letztes Jahr, das war das gleiche Wetter. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, wir hatten Ende März, bis Ende März hatten wir auch wirklich Mistwetter. Ich glaube, so die ersten Apriltage wie jetzt auch noch. So. Und dann ging das langsam los. Und jetzt, wo ich das Video gerade schneide, gucke ich raus. Der blaue Himmel lacht mich an. Scheiße. Der Frühling ist da. Leute, jetzt geht es langsam richtig los. Warte mal eben. Warte, machen wir auch mal weg. Machen wir die Bikes wieder sauber. So, wer ist als erster wieder fertig? Natürlich das Wild. Der Andrew. Guck mal, der Sascha ist noch am Basteln, der Curtis. Der Curtis packt noch sein Butterbrot aus hier. Ja, Curtis kriegt die zweite Klappe nicht, deswegen muss er den ersten Akku immer ganz safe einpacken. Das macht er aber auch wirklich sehr safe, muss ich sagen. Ne? Also schon. Aber funktioniert, ja. Andere würden jetzt. Achso, der hält auch sonst nicht drin, oder was? Doch, also das ist auch die Befestigung. Klar, klar, nein. Dann okay. Kannst du so reinklicken. Also nur zum, da reicht doch eigentlich die Matte drum, oder nicht? Weiß ich nicht. Du bist aber ein Pingel, doch. Ja, natürlich bin ich ein Pingel. Aber jetzt wickel die doch ordentlich auf, dann kannst du die nochmal verwenden. Ja, genau. Ja, doof wäre jetzt, wenn es matschig wäre. Dann wäre es richtig so eine Kummelei. So, Freunde, das sollte man auch mal dabei haben. Finde ich immer ein ganz geiles Teil. Mini-Kompressor am besten. Was hast du denn? 1,25. Ich würde ein bisschen mehr reinmachen. Also, ich fahre 1,8. Was wiegst du? 105. Das ist jetzt auf Kamera 105. Dann würde ich auch. Also, ich würde 1,7 mindestens mal reinmachen, damit der Herr noch was durchschlägt. Ja, ihr zeigt das Ding schön an, digital. Guck mal hier. Super geil, schön von Bosch. Verlinke ich euch auch mal unten im Video. Könnt ihr mal reingucken. Geiles Teil. Wer die Gegend hier kennt, der weiß, dass das hier links eigentlich nur ein ganz kleiner Rinnsal ist normalerweise. So ein kleiner Bach, nichts Großes.
Aber du hast ordentlich geschifft und es ja, war gut, dass es nicht viel mehr war, sonst wäre hier unten der Transfer auch ein Problem geworden. Wir sind schön eingesaut. Oh, hört es nicht mehr, hört es nicht mehr sauber. Der richtig schön. Was wollen wir denn machen? Machen wir mal. Was ist das noch? Ja. Guck mal, da kommt doch das Shampoo raus. Hier, so. Ja, lecker. Oh, jetzt komm, davon einen Schluck nehmen. Das ist von mir. Das ist Schweiß. Schöne, geile Mocke-Tour. Wir haben richtig schön eingesaut und jetzt geht die Arbeit wieder los. Scheiße. Okay, Freunde, das war's. Bis demnächst. Ciao, Bella. Perfekt. Ihr müsst aber noch eine Sekunde warten, dann brauchen wir so einen Ausblender. Ja, jetzt, okay. Warte nochmal. Ciao, Bella. Ja.